Die wichtigste Frage, die meine Patienten im Alltag haben, wenn sie mit der Diagnose Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa konfrontiert werden, ist natürlich erstmal, was ist das? Was bedeutet eigentlich CED? CED ist eine Abkürzung im Deutschen für C chronisch, für E entzündliche und D Darmerkrankung. Unter diesem Komplex von Erkrankungen sind halt zwei Erkrankungen führend. Das eine ist der Morbus Crohn. Als zweite wichtige Erkrankung ist die Colitis ulcerosa zu nennen. Und auf die Unterschiede dieser beiden Erkrankungen werden wir gleich nochmal tiefergehend eingehen. Die chronischen Entzündungen des Darmes gehen immer mit einer Entzündung der Darmwand einher. Und wir sehen auch hier schon direkt zwei bedeutende Unterschiede zwischen dem Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa. Auf der linken Seite sehen wir, dass der Morbus Crohn sämtliche vier Darmwandschichten befallen kann. Im Gegensatz dazu sehen wir, dass bei der Colitis ulcerosa lediglich die oberste Darmschicht, die sogenannte Mucosa, befallen ist. Wie entstehen diese Erkrankungen? Also, das ist ein sehr komplexes Zusammenspiel von vielen Faktoren, wie Sie hier sehen. Wir sehen hier jetzt erstmal grob schematisch aufgezeichnet, dass wir vier Unterpunkte haben. Das eine ist die genetische Veranlagung, also was bringe ich von Geburt auf mit. Das andere ist die Reaktion des Immunsystems auf bestimmte äußere Einflüsse, die auch häufig durch unsere Gene natürlich festgelegt ist. Der dritte Punkt sind Umwelteinflüsse und der vierte Punkt ist die Darmflora, die natürlich auch wieder durch Umwelteinflüsse zustande kommt. Was können typische Symptome sein? Ich möchte einmal auf jeden Fall typische Befallsmuster erörtern, um halt nochmal den Unterschied zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu definieren. Wie eben schon auf eine Frage eingegangen, kann bei Morbus Crohn können sämtliche Abschnitte des Magen-Darm-Traktes befallen sein. Von der Zunge, Mund, Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm bis in die Afterregionen können alle Regionen eine Entzündungsreaktion aufzeigen. Im Gegensatz dazu bei der Colitis ulcerosa sehen wir, hier leicht rötlich eingezeichnet, ist nur der Dickdarm betroffen. Hier in dem Fall nur die sogenannte Linksseitenkolitis, kann auch eine Entzündung in den ganzen Darm, die sogenannte Pankolitis, betreffen. Aber die Colitis ulcerosa geht niemals in den Dünndarm, geschweige denn in den Magen oder in den Zwölffingerdarm. Und darüber kommt es auch dazu, dass unterschiedliche Symptome auftreten. Wir sehen auf der linken Seite der Morbus Crohn, auf der rechten Seite die Colitis ulcerosa. Beide Erkrankungen haben gemein, dass sie mit Durchfällen einhergehen. Die Durchfälle beim Morbus Crohn sind meistens flüssig bis breiig, während bei der Colitis ulcerosa die Durchfälle eher blutig schleimig sind. Beide Erkrankungen haben gemein, dass sie mit Bauchschmerzen einhergehen. Beim Morbus Crohn eher im rechten Unterbauch, eher krampfartig stechend. Bei der Colitis ulcerosa durch die Entzündung im Dickdarm sind die Schmerzen eher im linken Unterbauch gelegen. Da sind sie zwar auch krampfartig, aber eher wie ein Druckgefühl durch zu viel Gas, nicht ganz so stechend wie beim Morbus Crohn. Wir kommen zum vierten Fragenkomplex, zum Verlauf von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Kann es sein, dass durch Veränderung meiner Lebensumstände, dass ich dann im Laufe meines Lebens eventuell einen Zustand erreiche, der wie vor Ausbruch der Erkrankung war? Und diese Frage kann man hier oben in diesem oberen linken Chart oder auch hier bei Colitis ulcerosa oben links im Graphen letztendlich sehen, dass in 44% oder bei beiden Erkrankungen zusammen in etwa 50% der Fälle die Erkrankung akut schwer auftreten kann und im Laufe der Zeit dann nur so vor sich hin flackert. Ab und zu mal ein bisschen Beschwerden, aber keine schweren Schübe mehr. Am häufigsten sind zu knapp 40 bis 50% diese hier unten in den unteren Graphen aufgezeigten Verläufe mit diesen kontinuierlichen Symptomen oder den chronisch intermittierenden Symptomen. Das heißt, diese Erkrankung
kommen alleine gar nicht mehr zur Ruhe und sind somit eigentlich einer Dauertherapie, letztendlich nur durch eine Dauertherapie zu beeinflussen. Wir haben selbstverständlich Medikamente, das kennen Sie alle, mit denen wir diese Erkrankungen positiv beeinflussen können. Es gibt aber auch alternative Therapiemaßnahmen, insbesondere die Ernährungstherapie. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, durch psychologische Maßnahmen, die Psyche und damit den äußeren Stress positiv zu beeinflussen. Dann gibt es natürlich operative Therapieoptionen, die wir haben. Primär wollen wir natürlich durch Medikamente und durch Ernährungsveränderungen verhindern, dass es zu einer Operation kommt. Das ist natürlich unser größtes Ziel. Aber im Einzelfall kann es auch mal sinnvoll sein, durch einen kleinen operativen Eingriff am Darm eine Engstelle zu beheben oder eine Entzündung an einem Darmabschnitt vielleicht positiv zu beeinflussen, um zu verhindern, dass Sie lebenslang Medikamente mit Nebenwirkungen nehmen müssen. Und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und einige Unklarheiten nehmen können.